Als nächstes spricht ein Genosse von Syriza Berlin. Ich übergebe gerne das Mikrofon. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Danke, dass ihr alle hier gekommen seid. Ich möchte die Kunde genommen drei Sachen sagen. Zum einen, am Sonntag entscheidet sich die Bevölkerung in Griechenland nicht nur über die Zukunft des Landes, sondern über die Zukunft des Kontinents, über die Zukunft Europas. Es geht, das, was in Disposition steht, ist nicht, ob das Land in der Eurozone weiterbleibt oder sie vielmehr verlässt. Es geht darum zu entscheiden, was wir in Europa wollen. Es geht darum zu entscheiden, ob wir die neoliberale Agenda, die seit Jahrzehnten im Kontinent durchgesetzt worden ist, annehmen wollen oder vielmehr ablehnen. Seit 5 Monaten, seitdem nämlich die erste Linksregierung seit der Gründung der Europäischen Union sich gestellt hat, versucht die Führung der Europäischen Union, diese Regierung umzustürzen. Der einzige Weg, der unserer Regierung von Syriza übrig geblieben ist, war das Referendum. Wir sagen, ein Europa, dem Europa der Konzerne und der Banken, nein. Wir sagen dass dem Europa der Eurogroups und der EZB, der Technokraten und von Merkel und Schäuble, nein. Wenn das Ja das Ergebnis dieses Referendums sein soll, dann heißt es nicht nur und nicht in erster Linie, dass dieselben Politiken in Griechenland und im Kontinent weiter umgesetzt werden. Es heißt vielmehr, dass das neoliberale Dogma, there is no alternative, das Dogma, das die Neoliberalen auf der ganzen Welt uns auferlegen, das heißt, dieses Dogma würde bestätigt. Wenn das Nein das Ergebnis dieses Referendums sein soll, dann heißt es nicht nur, dass die Verhandlungsposition unserer Regierung und der arbeitenden Bevölkerung in Griechenland eine bessere sein wird. Es heißt, dass die Position der Bewegungen, der Parteien, die sich dieser neoliberalen Agenda entgegensetzen, eine viel, viel bessere ist. Dann heißt es, ab November in Spanien mit unseren Genossen Podemos die Position der spanischen Linken eine viel, viel günstigere sein wird. Dann drittes, es geht hier nicht um Solidarität mit Griechenland. Es geht nicht um Solidarität mit einem nationalen Staat. Es geht um die Solidarität der arbeitenden Bevölkerung miteinander. Deswegen nützt es nichts, Solidaritätsaktionen mit Griechenland zu machen. Es nutzt vielmehr Allianzen gegen die Austerität in jeder europäischen Staat aufzubauen. Allianzen, die ein breiteres Spektrum, politisches Spektrum und soziales Spektrum ansprechen, damit wir der Eurogroups, der EZB, der Europäischen Kommission unsere Organisation entgegensetzen. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir besiegt werden. Wenn wir das machen, dann haben wir Aussicht auf Erfolg. Danke. Dankeschön.